Morgen, liebe Freunde der morgendlichen Inspiration. Heute zusammen, hallo nach Freiburg, nach Basel und nach Zürich. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder einen Delta-Event organisieren können. Das macht nur Corona möglich, sonst wären wir jetzt alle irgendwo in unseren Städten am echten Kaffee trinken. Hätten wir wahrscheinlich auch nichts dagegen. Aber gut, es ist, wie es ist und wir nehmen diese Gelegenheit wahr und freuen uns auf einen spannenden, inspirierenden, interaktiven Morgen. Bevor es losgeht, Creative Mornings ist nicht möglich ohne die Hilfe, ohne die Unterstützung von unseren globalen Sponsoren. Und ich share jetzt meine analogen Slides mit euch. Wir danken an dieser Stelle Mailchimp, unser Global Partner für Marketing, seit 11 Jahren an unserer Seite. Wir danken Basecamp, unser Global Partner für Projektmanagement. Und wir danken Hey, die niegelnagelneue E-Mail-Plattform von Basecamp. Wir danken Skillshare, unser globaler Partner, ist eine Online-Lernplattform, eine Online-Lern-Community, die euch auf eurem kreativen Weg begleitet. Und wir danken in Freiburg, danke an den Grünhof in Basel, danken wir Timo Orubolo fürs Fotografieren und wir danken Nils Franke fürs Videografieren. Wir danken nach Zürich, Made Marketing für dieses Video-Setup und Focus Future. So, wenn es nicht klappt mit der sonstigen Karriere, gehe ich zum Teleshopping. Danke! Also, vielen Dank euch allen. Und das April-Thema lautet Procrastination. Es wurde von unserem Chapter in Turin ausgewählt und die Illustration stammt von Elisa Talentino. Ein tolles Thema. Wir haben einen vollgepackten Morgen und ich würde jetzt gerne Luisa das Wort übergeben. Sie ist Host von Creative Mornings Freiburg und wird uns ins Thema einführen. Hallo Luisa. Hallo, sehr gerne. Guten Morgen auch aus Freiburg. Rachel hat schon gesagt, ich bin Host von Creative Mornings Freiburg seit etwas mehr als einem Jahr. Und wir haben uns jetzt in diesen Online-Zeiten schon das dritte Mal mit Basel und Zürich zusammengetan, um diese Veranstaltung zu wuppen. Und das macht riesig Spaß. Erstmal danke an Basel und Zürich und an meine Leute in Freiburg. Vielen Dank dafür. Genau, Rachel hat es schon erzählt. Dieses Thema diesen Monat ist Prokrastinieren. Ich denke, ihr kennt dieses Phänomen alle. Und es kann man so ein bisschen übersetzen mit Aufschieberitis. Selbst wenn ihr das Wort Prokrastination vielleicht noch nicht gehört habt, ist es dieses Phänomen, dass man Dinge auf die lange Bank schiebt und vielleicht anstatt irgendwelche unbequemen Tätigkeiten zu machen, wie zum Beispiel die Steuererklärung, fällt einem ein, die Pflanzen auf dem Balkon müssten dringend mal umgetopft werden. Oder wann habe ich eigentlich zum letzten Mal gestaubsaugt? Solche Sachen fallen dann alle unter dieses Prokrastinieren, Dinge aufzuschieben. Wir haben uns dann gefragt mit den drei Städten in unserem ARGA-Team, wie können wir dieses Thema angehen? Und ein anderes Thema, welches ihr schon in der Ankündigung lesen konntet, stand schon länger auf unserer Liste. Und zwar das Thema Grundeinkommen. Oder das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Das passt so gut, weil es unsere Städte auch verbindet. Wir haben sehr interessante Akteure in all diesen Städten, Freiburg, Basel und Zürich, die zu dem Thema arbeiten, denn es ist auch irgendwie ein internationales Thema, ein Thema, was keine Grenzen kennt in dem Sinne, aber doch dann für jedes Land oder für jede Region selber ausgetüftelt werden muss. Genau, wir haben überlegt, diese beiden Themen zusammenzubringen und auch zu fragen, welchen Einfluss das bedingungslose Grundeinkommen auf unsere Art der Arbeit hat, der Motivation und der Beschäftigung und auch, ob es uns und die Gesellschaft positiv
beeinflussen kann. Das sind so ein bisschen die Leitfragen, auch unter dem Hintergrund von der Zeit, dem Zeitwohlstand. Schieben wir Sachen einfach mehr auf, wenn wir nicht Dinge tun müssen, wenn wir nicht Geld verdienen müssen? Das sind so ein bisschen unsere Leitfragen für diesen Morgen. Und es ist eher unüblich, dass ein Creative Mornings mehrere Speakerinnen hat. Das haben wir uns dieses Mal jedoch nicht nehmen lassen, denn wir finden es wichtig, dieses Thema von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Also bekommt ihr jetzt einen kleinen Impuls oder besser gesagt drei kleine Impulse, wie das bedingungslose Grundeinkommen von verschiedenen Seiten beleuchten. Genau. Am Ende habt ihr auf jeden Fall noch Zeit, Fragen zu stellen und euch auch auszutauschen. Und um einzusteigen, wollen wir mal so ein kleines Stimmungsbild von euch erhalten. Und dafür frage ich Rachel, ob sie die Umfrage freischalten kann. Dafür nutzen wir dieses Umfragetool im Zoom. Das müsste gleich für euch freigeschaltet sein, sodass ihr einfach auf diese vier kleinen Fragen mit Ja, Nein oder Weiß nicht antworten könnt. Genau, dafür habt ihr ein bisschen Zeit. Und dann können wir euch auch gleich die Ergebnisse zeigen, wenn ihr zusammen abgestimmt habt. Das gibt auch vielleicht unseren Speakerinnen einen kleinen Eindruck, wer ist hier im Raum. Können sich die Leute hier grundsätzlich fürs bedingungslose Grundeinkommen begeistern? Würde man da mal dran teilnehmen? Würde man seinen aktuellen Job weitermachen, trotz einem Grundeinkommen? Und wie soll das überhaupt funktionieren? Genau, wir haben noch 20 Sekunden Zeit und wir haben doch schon 67 Antworten, noch 10 Sekunden und dann würden wir die Umfrage beenden. Genau, das ist jetzt vorbei. Ich werde jetzt die Umfrageresultate freigeben. Es ist ein ziemlich eindeutiges Resultat, Luisa. Schau dir das mal an. Das ist wirklich eindeutig. Und zwar können sich, könnt ihr die Resultate alle sehen? Ja. Können sich ja, fast alle, na, 70, fast 70% für ein Grundeinkommen begeistern und würden auch an einem Pilotprojekt teilnehmen. Und die Mehrheit würde auch genau. Sorry. Genau, den Job jetzt beibehalten. Jetzt. Und genau, wir sind aber so ein bisschen unschlüssig, wie soll das Ganze funktionieren. Also einige können sich das vorstellen, andere nicht so. Manche wissen es noch nicht so. Richtig, genau. Das ist doch schon mal schön, um einzusteigen. Vielen Dank fürs Mitmachen schon mal. Und dann würde ich jetzt an dieser Stelle an unseren ersten Speaker Enno Schmidt übergeben. Enno Schmidt ist Künstler und Maler und hat im Jahr 2006 unter anderem die Initiative Grundeinkommen mitbegründet. Die hat es ja in der Schweiz, viele von euch haben es mitbekommen, bis zur nationalen Volksabstimmung im Jahr 2016 gebracht. Und er vertritt auch die Idee des Grundeinkommens, des bedingungslosen Grundeinkommens weltweit. Da viel unterwegs und wirkt seit 2019 hier in Freiburg am Aufbau des Freiburger Instituts zur Erforschung des Grundeinkommens mit. Das ist Teil der Uni Freiburg und wir freuen uns sehr, dass du heute da bist, Enno, und uns ja, ein bisschen mitnimmst auf deine Gedanken zum Grundeinkommen. Schön, dass du da bist. The screen is yours und du hast 7 Minuten und ich werde reingrätschen. Ja, wenn prima. Zeit ist. Vielen Dank, Luisa, für die Begrüßung. Danke für die Einladung. Guten Morgen, alle wach. Ja, was Luisa schon gesagt hatte, 2006 habe ich mit Daniel Henne zusammen die Initiative in der Schweiz gegründet. Und dadurch, dass wir eben viel mit großen Bildern gearbeitet haben, mit den 8,5 Millionen Replon, die wir auf den Bundesplatz gekippt haben oder dem größten Plakat der Welt, ist die Folge dieser Initiative und auch Kampagne in der Schweiz vor allen Dingen weltweit enorm gewesen. Also es war tatsächlich so, dass dadurch in den USA die
Diskussion wieder neu angestoßen wurde. Die hatten das schon ganz vergessen, dass sie eigentlich da schon mal was gemacht hatten. Aber auch in Indien wurde es dann mal ins Budget gerechnet und die Labour-Partei in Großbritannien hat es mal ins Programm aufgenommen. Also was man macht fürs Grundeinkommen oder was wir machen fürs Grundeinkommen, muss man immer oder kann man ruhig im Kopf haben, das hören andere und das bewegt andere und dadurch passiert überall was. Und auf meinen Reisen, die ich dann viel gemacht habe, alle möglichen Kontinente, war für mich das Beeindruckende, dass diese Idee des Grundeinkommens überall, wirklich unabhängig von Kulturen und unabhängig von allen möglichen Vorurteilen, die man hat, von Menschen verstanden wird. Und zwar wirklich verstanden. Und das wäre für mich der erste Punkt, den ich gerne nennen möchte, gerade auch anknüpfend an diese Aufschieberitis. Also das eine ist, dieses bedingungslose Grundeinkommen steht als Idee jedem Menschen zur Verfügung. Es gibt nicht verschiedene Modelle, das sind alles Folgen, wo sich Leute was Besonderes denken. Die Idee, mit der kann jeder selber umgehen und das steht jedem quasi als Recht zu. Genauso wie das Grundeinkommen dann jedem als Recht zustehen würde. Und den Zugang zu dieser Idee und umgehen mit diesem Gedanken, wie wäre das für mich, wenn die Lebensgrundlage wirklich ein Recht wäre, ein Recht auf Leben, wie es ja eigentlich auch schon so ist, dass wir uns das gegenseitig zustehen, aber wenn sich das auch konsequent ausdrücken würde in einem Einkommen, das hoch genug ist zum Leben, für mich und für andere. Und da ergibt sich sehr, sehr vieles, womit man gar nicht warten muss, wo man gar nicht vor Fragen und Mauern und roten Ampeln des Denkverbotes und Empfindungsverbotes stehen muss. Das kann man machen. Und letztlich kommt es auch nur darauf an, ob wir das wollen oder nicht. Also nicht, ob irgendwo eine Tüftlerecke sagt, ja, aber da ist noch eine Schraube, die habe ich nicht, deswegen geht es nicht. Also dieses Prinzip rote Ampel kennt man ja auch im Leben, immer geht irgendwas nicht. Das Wesentliche ist, wie wir das vertiefen, wie jeder Einzelne damit umgeht. Schon im Umgang mit der Idee ist diese Selbstverantwortung und auch das Recht jedes Einzelnen, seinen Gedanken zu glauben und seinen Wahrnehmungen zu trauen, im Grunde das, was ich glaube, was erst einmal schon eine Kraft ausmacht. Und das Zweite ist natürlich dann, dass man sich sagen kann, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen wäre von der Einkommensbasis her die Möglichkeit viel mehr gegeben, dass man auf Unvorhergesehenes, was im Leben ja nun mal öfter passiert, auch besser und richtiger, praktischer, gezielter und fruchtbarer für andere reagieren kann. Dass also in den Biografien, die immer weniger so in ihren Gleisen laufen, die man von vornherein planen kann, ein bedingungsloses Grundeinkommen die Plattform wäre für die Beweglichkeit, das Sinnvolle und Nötige zu tun, sehr hilfreich und eigentlich auch sehr nötig wäre. Und ihr kennt das auch in der Wirtschaft, ist es längst so, du kriegst gar keinen Job, wenn du sagst, ja, ich will nur das Geld. Der Rest interessiert mich nicht, die Produkte von euch finde ich doof und mit den Leuten will ich nichts zu tun haben. Das klappt schon heute nicht. Also das ganze alte Argument, Geld, Anreiz, darum geht's. Auch in der Wirtschaft ist es immer mehr so, Menschen mit Motivation, die selber fähig sind, die Sachen zu lernen, zu erkennen, eigenengagiert sind, also intrinsisch motiviert. All das ist sowieso im Gang. Und das kann jeder für sich denken. Das ist für mich das eine, was mir ganz wesentlich ist. Du musst nicht warten und nicht verwirren lassen, Modelle verschieden, wie finanziert man. Das sind sekundäre Geschichten. Das Wichtige ist, ob das Herz dafür schlägt und ob der Verstand mitkommt. Und das ist eine neue Perspektive, die für jeden möglich wird. Und es hat nichts zu tun mit Armut. So, zweiter Punkt, den ich vielleicht kurz erwähnen will, bevor du da reingerätscht. Da eröffnet sich natürlich ein Riesenfeld an Denkmöglichkeiten, Perspektiven, die jeder sich denken kann. Was wäre mit der Schule, mit der Erziehung? Was ist da, wenn die Lehrer mehr frei sind, sich wirklich auf die Kinder zu beziehen? Die Eltern nicht mehr so viel Angst haben, oh, das Kind muss unbedingt den Drill durchmachen, sonst kriegt es ja keinen Erwerbsjob. Was wäre? Und mit der Gesundheit auch. Aber es gibt auch viel Forschungsthemen und deswegen haben wir in Freiburg an der Universität dieses Forschungszentrum angegangen, Freiburger Institut zur Erforschung des Grundeinkommens. Da sind viele Fakultäten, die sich verbunden haben, also nicht nur Wirtschaftswissenschaft, Volkswirtschaft, auch Theologie und Ethnologie und Philosophie
und Erziehungswissenschaften. Und wir arbeiten konkret als Operatives mit Teams von Wissenschaftlern und Aktivisten. Also wir wollen auch nicht die Wissenschaft, die dann doch schnell in ihrem Elfenbeinturm irgendwas ausbaldowert und die wirklichen Lebensfragen nicht an sich ranlässt, sondern wir wollen, dass eben die Erfahrungen aus dem Leben und die Kompetenz der Wissenschaft zusammenkommen. Und das vor allen Dingen auch viel mit internationalen Teams, mit Leuten von allen Kontinenten, an Fragen wie zum Beispiel Gleichstellung Mann und Frau, was würde das Grundeinkommen machen? Natürlich die ganzen Finanzierungsfragen, was passt wirklich zum Grundeinkommen, wie funktioniert das, wie kann man sich das vorstellen? Da sind sehr, sehr viele Themen. Wir haben, glaube ich, jetzt 25 solche Teams mit Leuten von vielen Universitäten und aus vielen Aktivitätsgruppen. Basic Income Earth Network ist auch dabei. Das ist der zweite Punkt. Es ergibt ganz viele Möglichkeiten kreativen Schaffens in der Kunst, in der Beschäftigung mit dieser Idee und den dahinterstehenden ganz virulenten Dingen, die einen begeistern, aber eben auch in der Wissenschaft. Dass man, und das ist unser Ziel, dass wir Argumente liefern, Ergebnisse liefern, die für die öffentliche Diskussion hilfreich sind, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt schon mal geklärt, da muss man nicht mehr weiter drüber reden, jetzt können wir weitergehen. Das passiert da an der Universität. Der dritte Punkt, den ich wichtig finde heute, den ersten hatte ich genannt, dass es die Freiheit jedes Menschen und das Recht jedes Individuums ist, mal seinem Denken, seiner Wahrnehmung zu vertrauen, nicht vor der roten Ampel zu stehen, sondern mit dieser Idee weiterzugehen und sich durchaus damit auch zu durchdringen und dadurch eigentlich vieles ganz neu zu sehen, was man auch gleich umsetzen kann, bevor es eingeführt wird, in der Art, wie man an die Arbeit geht. Und dann wird man zum Beispiel feststellen, kein Mensch kann arbeiten, nur weil er da die Frankly klimpern hört. Kein Mensch arbeitet wirklich fürs Geld, sondern jeder hat natürlich, dass er darin seinen Sinn sucht. Und gerade bei den sogenannten Dirty Jobs, den unbeliebten Arbeiten, wenn man mit den Menschen spricht, merkt man, da ist immer Sinn. Keiner kann nur für Geld, dann wärst du tot. Der dritte Punkt aber ist, dass jetzt mit dem Lockdown das bedingungslose Grundeinkommen noch mal sehr viel mehr in die Diskussion kommt. Und das ist der Punkt, wo ich sage, dann muss man einmal darauf achten, so kommt es jetzt ins reale Leben. Also das ist die politische Umsetzung, das wird das, wie es dann tatsächlich eingeführt wird. Da ist jetzt relativ wenig von Freiheit und all diesen menschlichen Werten die Rede. Also wenig davon, dass die Bürgerinnen und der Bürger auch eine Souveränität im Wirtschaftlichen brauchen, dass es um die Gestaltung neuer Biografien geht und so weiter, sondern da rutscht es natürlich dann erstmal runter in alte Vorstellungen von Not und Armut. Leute sind ausgeschlossen von ihrer Erwerbsmöglichkeit, dann brauchen sie ja Geld und das wäre am einfachsten mit dem Grundeinkommen. Das ist auch zu beobachten, das muss man auch aushalten, dass natürlich so eine Idee, die es jetzt so real und zukünftig ist, das bedingungslose Grundeinkommen, wie es mal die Idee der Demokratie war oder die großartige Idee, dass es Banken gibt und Börsen gibt und überall gibt es dann natürlich auch den Griff bestimmter Interessen darauf. Und das erlebe ich, glaube ich, oder ja, gerade jetzt mit Covid und mit dieser Situation greift sehr das Interesse darauf, wie können wir die Gesellschaft ruhig halten, wie können wir Leute auch draußen halten, mit so einer Zahlung eines Grundeinkommens, das dann keine Bedingungen hat, aber du musst halt zu Hause sitzen bleiben. Das erwähne ich, weil im realen Leben ja die Dinge, die einen so ein wenig bedrängen von allgemein politischer oder sonstiger Interessenlage und Machtverhältnissen, die hören ja nicht auf, auch wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen einführt. Also man muss auch da weiter gucken und wach sein, was mit so einem bedingungslosen Grundeinkommen passiert und wahrscheinlich eben in der Einführungszeit erst einmal, dass es doch fraktioniert wird, nur die oder nur die und nur doch vielleicht unter den Bedingungen und dann wird es immer weiter bedingungsloses Grundeinkommen genannt, ist es aber nicht im Sinne dieser, ich sag mal ruhig, Menschheitsidee. Und da braucht es die... Ich greife schon mal gleich ein. Ja, letztes Wort und da braucht es die Souveränität eben, die das Grundeinkommen ja voraussetzt, die es aber auch entwickeln lässt auf dem Weg dahin. Voilà. Vielen Dank, Anno, für die ganze Zeit.
Ich übergebe direkt an Rachel, glaube ich, oder? Vielen Dank, Enno. Wir kommen darauf zurück. Genau. Vielen Dank für diese Perspektive. Ich übergebe gleich an Daniel Kalt. Er schloss 1996 an der Uni Zürich sein Studium der Volkswirtschaftslehre ab und promovierte im Jahr 2000 an der Uni Bern in Volkswirtschaft und Ökonometrie. 1997 trat er als Ökonom für die Schweizer Wirtschaft in den Forschungsbereich der UBS ein. Dani ist Chefökonom der UBS Schweiz und berät die Geschäftsleitung in wirtschaftspolitischen Fragen. In dieser Funktion ist er verantwortlich für alle Research-Produkte. Dani, bist du da? Ja. Hallo, ja, könnt ihr mich hören? Ja, wunderbar. Hallo. Ja, schön. Ich schalte gleich mal noch eine kleine Präsentation frei hier. Würde euch gerne da durchführen und ich gebe mir auch Mühe, zügig durchzuführen. Ja, hallo. Ja, ich finde das bedingungslose Grundeinkommen ein interessantes Konzept, aber ich sehe als Ökonom halt eine ganze Reihe von Problemen, Widersprüchen, Inkonsistenzen und vor allem auch große Anreizprobleme auf gesamtwirtschaftlicher Ebene. Die will ich ganz kurz darstellen. Ich finde, es gibt Elemente des Grundeinkommens, die sehr interessant sind. Ich wäre zum Beispiel sofort zu haben für eine negative Einkommenssteuer. Aber das Grundeinkommen, so wie es in der Schweiz zur Abstimmung kam damals, finde ich sehr problematisch. Ich möchte ganz kurz starten und eigentlich mit einer Frage starten. Was macht eigentlich ein glückliches Leben aus? Und da würde ich so Antworten erwarten, auch in dieser Runde von, ja, eben einen tollen Job, einen Job, in dem ich meine Passion, meine Talente ausleben kann. Ich würde erwarten, Freunde, ein gutes soziales Umfeld, Familie. Und ich würde vielleicht auch erwarten, Gesundheit, die Möglichkeit, Sport zu treiben. Ich glaube, diese Kombination, da können alle sagen, das macht ein glückliches Leben aus. Und jetzt höre ich von dieser Idee des Grundeinkommens und die lautet, man soll den Leuten Geld geben. Und ich weiß nicht, ob Geld all das kaufen kann. Glaube ich einfach nicht. Ich lasse es einfach mal so stehen. Finde ich schon mal in sich einen gewissen Widerspruch. Dann kommt die Thematik der Finanzierbarkeit hinzu von diesem Grundeinkommen. Ich zeige das ganz kurz, was das für die Schweiz bedeutet hätte damals 2016. Die Vorlage war ja, dass man jedem Erwachsenen 2.500 Franken pro Monat bezahlt hätte, für ein Kind 625 Franken pro Monat. Und das hätte insgesamt 200 Milliarden Franken gekostet, Jahr für Jahr. Die hätte man irgendwo finanzieren müssen. Nun kann man natürlich argumentieren, ja, mit dem Grundeinkommen hätte man schon mal eigentlich die wesentlichen Bestandteile der gesamten sozialen Sicherung in der Schweiz ersetzen können. Das hätte auch Vorteile, ganz klar, inklusive die AHV, die erste Säule der Altersvorsorge, die kostet in der Schweiz, wir kosten damals 76 Milliarden Franken. Das hätte eine zusätzliche Zusatzfinanzierung von 133 Milliarden dann noch gebraucht, die man zusätzlich finanzieren müsste. Und das gibt dann eine ganz einfache Rechnung, wenn wir uns mal die Mehrwertsteuer in der Schweiz anschauen. Der Mehrwertsteuersatz, der liegt ja bei 8%, der gibt etwa 23 Milliarden Franken pro Jahr. Es gibt einen Dreisatz jetzt und da kann man sich ausrechnen, das würde bedeuten, dass man, um das zu finanzieren, den Mehrwertsteuersatz auf 56% hätte hochschrauben müssen, um diese Zusatzfinanzierung sicherzustellen. Und das ist wirklich sehr, sehr problematisch, weil wenn dann der Cappuccino in der Schweiz oder in Zürich von 6 auf 9 Franken geht, wenn die Tageskarte im Skigebiet von 75 auf 112 Franken geht oder wenn ein Investitionsgut für den Export von 200 auf 300.000 geht im Preis, dann sind die gesamtwirtschaftlichen Folgeeffekte schlicht und einfach so, dass das enormen Wirtschaftsschock auslösen würde. Wir würden das Bruttoinlandprodukt würde zusammenbrechen, nicht gerade zusammenbrechen, aber würde effektiv Schaden nehmen. Wir hätten wahrscheinlich mehr Arbeitslosigkeit. Gut, wir haben dann das Grundeinkommen. Aber das Problem ist, wenn die Wirtschaftsleistung dann mal beginnt zu sinken, dann sinken auch die Mehrwertsteuereinnahmen. Und dann müssen Sie den Mehrwertsteuersatz nochmal hochschrauben, um das Grundeinkommen, das Sie ja garantieren wollen, müssen, zu finanzieren und das führt dann in so einer Abwärtsspirale. Das sind die dynamischen gesamtwirtschaftlichen Effekte, die
resultieren würden, wenn Sie so etwas flächendeckend einführen würden. Nicht, das sehen Sie auch nicht, solche Effekte sehen Sie auch nicht, wenn Sie so kleine Pilotprojekte mit dem Grundeinkommen durchführen. Weil wenn Sie das mit ein paar Dutzend Leuten irgendwo weit verteilt im Land, das gibt es auch in Deutschland, man hat das in der Schweiz versucht, dann sehen Sie all diese Effekte nicht, weil das wird ja dann in der Regel vom allgemeinen Steueraufkommen bezahlt, aber die Preise werden nicht nach oben gehen. Nun, das haben damals die Initianten des Grundeinkommens auch erkannt. Und die haben dann gesagt, ja, wir machen das etwas geschickter und das ist auch ein guter Trick sozusagen. Wir bauen das Grundeinkommen quasi in die Lohnstruktur ein. Und ich habe das hier mal so dargestellt. Das war de facto, wie man sich vorgestellt hat damals in der Schweiz, wie man dieses Grundeinkommen mitfinanzieren könnte. Man hätte gesagt, und ich habe hier drei verschiedene Berufe mal genommen, eine Ingenieurin links, die hat ein Monatseinkommen von 8.500. Da würde man sagen, ja, der Arbeitgeber bezahlt die ersten 2.500 in diesen Topf des Grundeinkommens ein, führt die ab und daraus werden dann die Grundeinkommen wieder zurückerstattet. Da kann man sich natürlich für diesen Teil der Finanzierung der Grundeinkommen, dieses Geld muss man dann schon mal nicht über Steuern finanzieren, sondern es wird abgeführt über die Lohnstruktur. Ähnlich wird es laufen für eine Verkaufsfachperson in der Mitte, 4.500 Franken Monatslohn. Die ersten 2.500 werden abgeführt und würden wieder zurückerstattet. Dann kann man sich das dann letztlich eben auch so finanzieren. Und eine teilzeitarbeitende Person, die hier rechts dann dargestellt, die sagen wir ein Monatseinkommen von 1.900 Franken hat, die würde dann das Grundeinkommen bekommen. Das Problem dieses Ansatzes ist, er hätte zwar eine wesentliche Entlastung auch bei dieser Zusatzfinanzierung gebracht, aber die Anreizeffekte, die das nun bringt, wiederum, die sind ziemlich verheerend, würde ich meinen. Und schauen Sie sich mal diese Situation hier an. Familie, zwei Kinder, die Frau arbeitet. Im Verkauf beispielsweise 4.500 Franken Einkommen. Jetzt ist diese Frau, Sie sehen das hier, Bruttolohn 4.500, wenn Sie die Steuern abziehen, macht das noch 3,9. Das Grundeinkommen bekäme diese Person, diese Frau, diese Mutter sowieso. Das macht eigentlich eine Netto-Differenz, die sie noch über ihren Job, den sie macht, erarbeiten würde, 1.400 Franken. Das bedeutet aber, dass diese Frau jetzt vor die Wahl gestellt wird, 42 Stunden die Woche arbeiten zu gehen und das für einen Verdienst von noch 1.400, weil das Grundeinkommen kriegt sie sowieso. Das ist ein Stundenlohn von 9.10 Franken, für den sie effektiv voll arbeiten müsste. Das wäre in Deutschland wahrscheinlich irgendwo 5, 6 Euros. Und das in einer Situation, wo sie zu Hause noch die Kinder hat. Und noch dramatischer ist dieser negative Anreizeffekt eines derart finanzierten Grundeinkommens. Wenn Sie nur Teilzeit arbeiten, dann sind Sie nämlich vor der Wahl, entweder dieses Grundeinkommen zu bekommen von 2,5 oder arbeiten zu gehen und das de facto für null. Ich würde behaupten, dieses Grundeinkommen, so wie es damals vorgeschlagen war, das wäre das größte Frauen-zurück-an-den-Herd-Programm geworden, das wir je gesehen haben. Diese negativen Anreizeffekte, die dadurch entstanden wären, die wären wirklich verheerend. Und deshalb habe ich da sehr, sehr große Probleme mit dieser Art des Grundeinkommens. Wie gesagt, eine negative Einkommensteuer fände ich sehr, sehr interessant. Der letzte Gedanke nochmals. Schauen Sie sich, das sind nicht ganz untypische Vertreter der heutigen Jugend. Und wenn Sie sich dieses Paar links mal anschauen, die sind vielleicht gerade so fertig mit der Berufslehre, haben einen Lehrlingslohn gehabt und jetzt kommt der Staat und sagt diesen jungen Leuten, ihr kriegt 2.500 Franken pro Person jeden Monat. Ich weiß nicht, wie viele junge Leute dann letztlich eben nicht mehr arbeiten gingen und einfach so ein bisschen rumhängen würden. Ich glaube, wenn wir vorher diese Abstimmung angeschaut haben, haben wir hier wahrscheinlich eine nicht ganz repräsentative Gruppe, die mit dieser Situation durchaus umgehen könnte. Aber ich glaube, dass die Anreizeffekte eines solchen Programmes nicht wirklich ideal wären für einen wesentlichen Teil unserer Gesellschaft, weil sie einfach
den Leuten eigentlich die Eigenverantwortung nehmen, für ihr eigenes Leben zu sorgen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das waren so ein paar Gedanken aus ökonomischer Sicht. Wie gesagt, ich glaube, man muss das Ganze dynamisch anschauen, man muss es volkswirtschaftlich, auch gesamtwirtschaftlich anschauen. Und da sehe ich einfach wirklich ganz erhebliche Probleme mit diesen Konzepten des Grundeinkommens. Vielen, vielen Dank, Dani. Wir haben ganz viele Kommentare schon im Chat. Und eine Frage ist, wollen wir, dass solche Leute wie auf dem Bild überhaupt arbeiten gehen? Das ist eine gute Frage, die wir wahrscheinlich später zusammen anschauen werden. Ich möchte jetzt gerne Sarah übergeben. Sie wird Katrin einführen. Vielen Dank, Dani. Genau, danke schön, Rachel. Katrin Puhan ist Wirtschaftsfrau, Unternehmensberaterin, Mutter und Expertin für Vernetzung von unterschiedlichsten Interessensgruppen. Sie ist auch Komiteemitglied der Zürcher Grundeinkommensinitiative, die zum Ziel hat, mit Hilfe einer Volksinitiative, einer Erweiterung, die Stadt Zürich zu beauftragen, einen wissenschaftlichen Pilotversuch durchzuführen, also Fakten dazu zu erforschen. Wir freuen uns nun mit dir, Katrin, jemanden an Bord zu haben, die jetzt gerade an einem aktuellen Vorstoß arbeitet. Und stage is yours. Dankeschön miteinander. Die Präsentation ist weg. Die Frage war sehr schön, was macht ein glückliches Leben aus? Vielleicht ganz kurz zu mir, weil das auch hier wunderbar reflektiert, wo ich herkomme oder auch meine persönliche Motivation. Ich habe in Freiburg im Breisgau Geschichte studiert, habe einen Abschluss dort gemacht, 1998, bin dann nach Basel gegangen und habe in dem Finanzinstitut gearbeitet, wo der Daniel Kalt auch heute arbeitet. Und dann bin ich nach Zürich gekommen und heute bin ich hier und bin Mitglied des Initiativskomitees Wissenschaftliches Pilotprojekt Grundeinkommen. Das ist eigentlich eine ganz spannende Reise, die ich gemacht habe, die so ein bisschen reflektiert. Auch ich habe mich weiterentwickelt und ich bin heute hier in Zürich und ich grüße natürlich die ganze Welt aus Zürich heraus. Und ich finde es wunderbar, dass wir in diesem Drei-Länder-Dreieck so miteinander kommunizieren können. Ich möchte gerne die Initiative ganz kurz vorstellen. Ich habe schon was ein bisschen zu meiner Motivation gesagt. Die Vorstellung ist sehr kurz und einfach. Wir haben am 11.11.2020 haben wir die Initiative gestartet. Das heißt, wir haben sie eingereicht in der Stadt Zürich, also für die Stadt Zürich. Und zwar war das der Start der Unterschriftensammlung. Wir brauchen 3000 Unterschriften, um der Stadt Zürich das näher zu bringen, dass es auch in den politischen Prozess reingeht, dass durch eine Studie finanziert wird aus den Eigenmitteln der Stadt vorerst. Wir sind eine Gruppe von 16 Personen. Und ich würde mal sagen, ich glaube, das ist der diverseste Haufen in meiner gesamten Laufbahn, die ich privat und beruflich angetroffen habe. Wir sind so unterschiedlich und so spannend mit diesen Backgrounds, wo wir herkommen, wo wir hinwollen, was uns geprägt hat, was sehr, sehr spannend, aber auch vielleicht manchmal ein bisschen anstrengend ist. Diese Gruppe hat jetzt die letzten Monate Unterschriften gesammelt. Wir brauchen 3000 dafür. Die haben wir erreicht und wir werden am 11. Mai die Unterschrifteninitiative, die Sammlung dem Stadtrat hier in Zürich übergeben. Nun, was ist das Ziel dieser Initiative? Das Ziel, Initiative, wie sie heißt, ist das wissenschaftliche Pilotprojekt. Und das ist für mich ein wichtiger Fokus. Hier geht es um die Erforschung. Es geht um die Erforschung des Grundeinkommens für die Stadt Zürich. Das Setup, aber die Idee ist, dass Zürcher Bürger, also mündige Bürger, Schweizer Bürger oder auch Personen, die in Zürich angemeldet sind, das Aufenthalts- oder das Niederlassungsrecht haben, losgelöst von ihrem Status, von ihrem Erwerb, von ihrem Einkommen, monatlich einen bestimmten Betrag bekommen und das Ganze über 36 Monate. Dieses Projekt soll wissenschaftlich
begleitet werden. Und das wird die Stadt Zürich mit organisieren, welche Schweizer Hochschulen dieses gesamte Projekt begleiten, weil wir das methodisch mit unseren 16 Personen aus der Gruppe selbstverständlich nicht bringen können. Das ist auch wie die Auflage. Das Ganze soll maximal 36 Monate dauern. Das ist so die Idee. Es soll wie zwei Gruppen geben. Eine Gruppe, die das Grundeinkommen bekommt, und eine andere Kontrollgruppe, die ganz normal weiterlebt. Das ist die Idee dahinter. Die Fragestellung, weil ich sage immer, ja, Grundeinkommen oder bedingungsloses Grundeinkommen ist eine Lösung. Wir lieben ja Lösungen, wir sind Menschen. Wir sagen, das ist die Lösung, das müssen wir umsetzen. Die Frage ist dazu, was ist das Problem dazu? Was ist denn die Forschungsfrage zu dieser Lösung? Und die gibt es noch nicht in dem Sinne, dass wir sie ganz konkret definiert haben. Das ist was wir dann starten. Was wird dann wirklich das Problem lösen? Ich möchte nur ganz kurz umreißen, dass es fünf Bereiche gibt, die immer wieder kommen und die auch in der Literatur beschrieben werden. Das sind wie so fünf verschiedene Blöcke, die man immer wieder hört, auch in der Argumentation selbst. Der erste Block ist, das hatten wir eben, die Unfinanzierbarkeit. Wir müssen darauf Antworten finden. Bringt nichts, was aufzusetzen, was dann irgendwie nicht funktioniert. Also die Unfinanzierbarkeit, da müssen wir hinterher schauen. Wir müssen die Dirty Jobs angucken, das war auch, hat der Enno angesprochen. Heißt das jetzt, dass wer wäscht denn jetzt im Endeffekt dann die Teller ab, wenn wir alle ein Grundeinkommen bekommen? Ich habe das Ganze subsumiert, den dritten Teil zum dem Bereich Hängematte. Aha, hängen dann alle rum und keiner will mehr arbeiten. Das ist auch so ein Bereich. Dann der Bereich der Ökonomie. Oh Gott, die Preise steigen und eben der Cappuccino wird teurer. Und dann haben wir noch das Thema Ungerechtigkeit. Aha, was machen wir denn mit all den Multimillionären und den Milliardären und all die Menschen, die das vielleicht dann gar nicht brauchen? Das sind so fünf große Bereiche, mit denen wir uns nähern werden. Und vielleicht kommt dann auch noch ein Bereich dazu. Vielleicht, das ist vielleicht ein Bereich, den ich in letzter Zeit ein bisschen wieder mehr gespürt habe, ist das Thema Migration nach dem Motto, aha, wenn es dann Grundeinkommen in der Schweiz kommt, werden wir überrannt. Ja, dann kommen wieder ganz viele Menschen in die Schweiz, weil sie auch daran teilhaben wollen. Das war vielleicht mal so ein kurzer Steckbrief, was das Grundeinkommen soll, beziehungsweise was die Initiative versucht herauszufinden. Ich wiederhole es nochmal, es geht hier um die Erforschung, es geht wirklich um ein Setup und ein Sample, dem Ganzen sich aus dem Aspekt zu nähern, ganz konzentriert auf die Stadt Zürich, in politischen Prozess eingebettet, versuchen, dass wir alle Stakeholder mitnehmen, dass wir eine gute Diskussion haben zu dem Thema, es frei von Ideologie machen, sofern das möglich ist, aber dennoch den ganzen Kontakt zu den verschiedenen Menschen auch haben. Und ich freue mich ungemein, dass wir diese Initiative auf die Beine gestellt haben, dass es weitergehen wird. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was rauskommt. Und jetzt beginnt die Arbeit, sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen. Welches Problem wollen wir mit dem Grundeinkommen lösen? Das wäre es von meiner Seite. Und ich glaube, es gibt jetzt eine spannende Diskussion. Wir haben ja noch 20 Minuten. Genau, herzlichen Dank, Katrin. Ihr habt nun ganz viele Inputs bekommen und wir würden euch jetzt gerne in Breakout Rooms schicken, damit ihr die da mal besprechen könnt, und holen euch danach zurück, damit wir das alles im Plenum besprechen können. Und ihr könnt dann auch eure Fragen in den Chat stellen oder ja auch jetzt, wenn euch was in den Sinn kommt, und wir versuchen, das dann aufzunehmen und dann mit unseren Expertinnen hier zu besprechen. Dominik, bist du nach mit dem Verteilen? Ja, ich beginne jetzt. Vielleicht noch mal kurz, in den Breakout Rooms könnt ihr besprechen, welche Aussagen und Infos haben euch überrascht, weil wir wissen ja alle, was wir wissen wollen, aber vielleicht wissen wir jetzt etwas, das wir vorher nicht wussten. Und welche Frage wollt ihr unseren Speakern, Speakerinnen stellen? Das ist die Aufgabe in den Breakout Rooms. Also tauscht euch aus. Und Dominik, bist du bereit? Läuft.
Läuft, super. 7 Minuten seid ihr in den Breakout Rooms und dann kommt ihr wieder zurück für die Panel-Diskussion. Dann würden Sarah und ich jetzt Fragen stellen, die von euch gekommen sind. Ihr könnt die jetzt hier auch noch in den Chat formulieren. Einige haben wir schon vorhin gesammelt. Ich würde mal gerade mit einer anfangen. Und zwar wollte jemand wissen, am Rechenbeispiel von Daniel Kalt, wo sind denn zum Beispiel die nicht mehr benötigten Gehälter für den Verwaltungsapparat, zum Beispiel der Sozialversicherungen, die es nicht mehr braucht, eingerechnet? Vielleicht kannst du, Daniel, da gerade etwas dazu sagen, wenn du magst. Ja, das wäre in der Tat ein Vorteil dieses Grundeinkommens, dass man die Vielzahl von Sozialversicherungsprogrammen deutlich einfacher ausgestalten könnte. Es gibt da Berechnungen, das könnten Einsparungen von so 2 bis 3 Milliarden Franken jetzt im Fall der Schweiz hervorbringen. Aber nochmals, im Vergleich zu den Totalkosten dieses Programms, das 2016 vorgeschlagen wurde, nämlich 200 Milliarden Franken, minus alle Sozialversicherungskosten bestehenden abgerechnet, das waren 67.000, wäre immer noch 133 Milliarden Zusatzfinanzierung nötig gewesen. Also Sie sehen, die Einsparungen sind sind erheblich, 2 bis 3 Milliarden sind da die Schätzungen, aber das macht noch lange nicht das aus, was einfach dieses Grundeinkommen, das man ja allen mit der Gießkanne gibt, nicht? Auch Sergio Ermotti, mein ehemaliger Chef, hätte dieses Grundeinkommen bekommen. Und das verstehe ich nicht, weshalb man mit der Gießkanne allen Leuten das geben will. Ich bin sofort dafür, dass so ein Grundeinkommen an die Bedürftigen, an die wirklich unteren 30-40% auszuschütten. Beispielsweise wäre eine negative Einkommenssteuer so ein Modell, da könnte ich mich sogar unter Umständen dafür begeistern. Wie gesagt, das sind so die Größenordnungen. Danke. Enno möchte dazu auch noch etwas sagen. Er hat die Hand gehebt. Ja, muss ich ja, weil Daniel hat ja jetzt so unsere Zahlen genommen. Ich muss es ein bisschen korrigieren. Es sind eigentlich 210 Milliarden auf unserer Rechnung. Dann haben wir ja mit den Sozialbehörden auch gesprochen und in Übereinstimmung mit denen und mit Berechnungen von Schweizer Wirtschaftsverbänden sind es nicht mal 76 Milliarden, sondern konservativ 65. Und es bleibt ein großer Betrag. Nun muss man aber dazu sagen, in der Darstellung von dir, Daniel, du hast es so gezeigt, als wäre das unsere Forderung gewesen, der Arbeitgeber behält es ein. War es nicht. Unser Gedanke ist gewesen, das ist viel weiter im Betrachten, wenn jeder ein solches Grundeinkommen bekommt, 3.000 Franken, 2.500, das sind ja auch nur Beispielzahlen, dann wird es am Arbeitsmarkt Verhandlungen geben. Dann wird auch natürlich der Bund sagen und die Kantone sagen, Sozialleistungen in dieser Höhe, wie das Grundeinkommen, braucht es nicht mehr. Also nicht als Zwangsmaßnahme, sondern als Verhandlung, die stattfinden wird. Das heißt, wenn jemand Teilzeit arbeitet, ist es nicht so, dass der dann statt Lohn nur noch Grundeinkommen bekommt, sondern dass er als alle ein Grundeinkommen bekommen, alle. Und dann wird es sich ergeben, dass die Löhne sinken. Weil natürlich Verhandlungen stattfinden und man sagen wird, also das Grundeinkommen hast du schon, für wie viel arbeitest du jetzt? Also die Sache ist viel mehr in die Hand der Menschen gelegt, als dass es qua Verordnung festgeschrieben wird. Das Grundeinkommen geht rein in die Gesellschaft und dann passieren viele Sachen. Und das haben wir versucht abzubilden als Wahrscheinlichkeitsrechnung, wo eben an sozialer Sicherheit Kosten von heute sogar weniger als in deiner Rechnung tatsächlich rauskamen in Gesprächen mit den Stellen. Und man sagen muss, heute ist das Grundeinkommen schon finanziert. Darf man nicht vergessen, wir haben alle ein Einkommen, das zumindest diese Höhe hat, durch private Transfers oder staatliche. Das wird umgewandelt in die Bedingungslosigkeit. Das heißt, der Ansatz für die Finanzierung ist nochmal etwas anders als bei dir jetzt in der Rechnung. Und vielleicht ganz kurz negative Einkommensteuer. Ich weiß nicht, ob jeder das versteht, was das heißt. Das bedeutet, du machst eine bestimmte Einkommensgrenze. Wer weniger verdient, bekommt die Hälfte dieser Distanz zu dieser Einkommensschwelle ausgezahlt als Einkommensteuer. Wer mehr verdient, gibt von jedem Franken, den er mehr verdient, 50 Rappen als Steuer ab. Mit dem Friedman einfaches Modell, ist aber eben nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und ganz wichtig, so möchte ich es zurückgeben jetzt, diese Frage, ja, wieso Millionäre? Wieso nicht nur die Bedürftigen?
ganz kurz dazu. Das ist eben die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens im Unterschied zur Sozialhilfe. Ich würde dazu jetzt gerade noch gern Katrin hören, weil jetzt habt ihr beiden, und danke auch für die Erläuterung zu den negativen Besteuerung. Katrin, was ist deine Meinung dazu? Du meinst jetzt also konkret die Frage, genau, was jetzt eigentlich mit den Sozialversicherungen ist und mit dem Verwaltungsapparat, die es nicht mehr braucht. Denkst du, die Rechnung, die geht dann eben auf, anders als so wie von Daniel berechnet? Naja, ein Ziel, wenn ich das sagen darf, dass das Grundeinkommen so als eine grundliberale Geschichte auch angesehen wird und gegen die Bürokratie ankämpfen, in dem Sinn, dass man da die Kosten runterbringt, ist das sicherlich eine Sache. Die Frage ist, ist es vielleicht auch eine Kombination? Es gibt ja viele Ideen, wie man das finanziert. Wir hatten jetzt eben Mehrwertsteuer, wir hatten das mit der Einkommensteuer. Es gibt die sogenannte Mikrofinanzsteuer. Ich stiele so ein bisschen zum Daniel. Da gibt es auch führende Personen, die sagen, wir führen das auf jede finanzielle digitale Transaktion erhöhen. Gibt es eine Steuer, da können wir mehr als 200 Milliarden einnehmen. Es gibt die Idee, Roboter zu besteuern. Es gibt die Idee, die Kapitalgewinnsteuer einzuführen. Also ich glaube, wir haben einen Blumenstrauß an Ideen. Aber lasst uns die alle auch mal durchrechnen und auch auf die Umsetzbarkeit prüfen. Und wir brauchen auch einen Konsens dafür, dass das funktioniert. Und vielleicht noch eine Ergänzung. Es ist ein Denkmodell, was anders ist. Ich möchte das mal ganz versuchen darzustellen. Wir kommen aus der Industrialisierung und die heißt, wir arbeiten und generieren Einkommen. Gut. Das Grundeinkommen hat aber ein anderes Denkmodell, sondern es ist umgedreht. Es ist erst das E, also erst das Einkommen, damit ich sinnvolle Arbeit machen kann. Also wir flippen das Ganze. Und das bedarf auch für uns, und das ist das, glaube ich, auch, wo Enno hin möchte, einen neuen Ansatz von Denken, wie wir das Ganze organisieren. Das sind gesellschaftliche Umbrüche, das sind komplett andere Ideen, als die wir heute haben. Und wenn wir heute mit diesem Ideensatz hingehen und sagen, wie finanzieren wir das, wird es wahrscheinlich schwieriger, als wenn wir sagen, wir fangen komplett neu an zu denken. Und ich habe das Gefühl, so langsam kommt die Zeit, dass wir uns dem nähern können. Vielleicht da gleich nochmals eine Frage, die auch aus dem Chat kam. Also die Frage ist ja, oder was wir jetzt hören, denke ich, ist auch diese Komplexität. Eben man merkt, wie das Thema, das soll anstoßen, wir sollen neu denken, aber wirklich beurteilen, was damit dann alles kommt. Also ich glaube, da sprichst du auch diese Probleme an, Katrin, da, von denen du eigentlich sagst, wir wissen noch gar nicht, was es alles lösen kann. Also wenn man einen Pilotversuch jetzt nimmt, weil wir hatten die Frage im Chat von Christian, und dann vielleicht noch Sonja, wie viele Personen sollen da mitmachen in Zürich? Und dann von Christian die Frage, wie kann denn ein Pilotprojekt aufzeigen, welche Effekte das in alle Bereiche haben kann, solange daneben quasi noch die anderen Gärten sind, die für sich immer noch im alten System arbeiten? Ich denke, Enno kann auch auf diese Fragen viele gute Antworten geben, weil er ja wahrscheinlich auch noch einen besseren Überblick hat, was auch an Projekten momentan gibt. Unser Ziel in Zürich ist, das selbstverständlich mit einer Universität auch anzugucken, wie das geht, methodisch, dass es irgendwie auch verhebt in dem Sinne. Ja, und es ist immer wieder ein Sample. Es ist selbstverständlich ein Pilotprojekt, was nie die konkrete Realität in dem Sinn abbildet. Das ist uns schon bewusst. Aber lasst uns doch eben aus dem Sinne genau diese Forschungsfragen stellen, die wir jetzt versuchen, miteinander auszufinden. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, wie wir methodisch vorgehen und wie wir auch das Sample auswählen. Wir haben mal für uns intern gedacht, 500 Personen, aber das überlasse ich wirklich auch dann dem wissenschaftlichen Setup, wie das Ganze funktionieren soll. Mehr kann ich momentan, leid es mir auch tut, noch nicht dazu sagen, und ich freue mich aber bald mehr darüber zu kommunizieren zu können. Also vielleicht kurz, weil... Wenn es okay ist. Es gibt weltweit unglaublich viele Pilotprojekte und unglaublich viele Auswertungen jetzt auch. Man kann sagen, wenn man die alle nimmt in den verschiedenen Ländern, ob Indien und Namibia, USA, Südkorea,
die Auswirkung, die du feststellst, ist eigentlich so, wie du sie auch im Gedanken hast. Und das ist eben belegt. Also was passiert bei einem bedingungslosen Grundeinkommen, ist nicht, dass die Leute sagen, oh, jetzt ist fertig. Man muss immer dazu sagen, was Katrin und auch Daniel ja schon gesagt haben, Pilotprojekt ist immer nur ein kleiner Ausschnitt. Ne? Du kannst nur wenig simulieren. Aber die Folgen sind die Ungleichheiten, die es in Gesellschaften gibt, die unterschiedlich sind. Die kommen zu einem Ausgleich. Also in Indien Kastendenken, Frauen sind eigentlich nichts wert, Mädchen müssen gar nicht zur Schule gehen. Das ändert sich. Korruption wird weniger, weil die Leute haben Möglichkeiten, selber zu machen, sind nicht auf die Polizeiposten angewiesen wie und so weiter. Missbrauch von Frauen wird weniger. Kriminalität weniger. Wilderei weniger. In den USA wieder andere Sachen, häusliche Gewalt und solche Dinge. Gesundheitliche Punkte. Es verbessert sich einfach. Also es ist nirgendwo festgestellt worden, Leute machen weniger. Auch bei Jugendlichen übrigens interessant, Daniel, ich weiß nicht, ob du die Sache in Kanada kennst, wo man ja ein Pilotprojekt in den 70er Jahren hatte. Das neue jetzt ist mehr oder weniger gescheitert, weil es abgeschnitten wurde. Man hat festgestellt, Jugendliche arbeiten weniger. Aber warum? Ja, weil sie wieder zur Schule gehen, weil sie eine höhere Ausbildung machen, weil sie ihre Ausbildung weiterführen, damit sie einen besseren Job kriegen. Man hat festgestellt in Amerika, Arbeitslose sind länger arbeitslos. Ja, aber warum? Weil sie nicht jeden Dreck annehmen, wo sie gleich wieder kündigen müssen oder rausgeschmissen werden, sondern einfach genauer gucken, was passt zu mir. Und da stimmen eben auch diese Bilder, die du gebracht hast. Was ist ein erfülltes Leben? Dass ich eine Arbeit habe, in der ich vorkomme, mein Umfeld finde. Ne? Und das hängt gar nicht von Bezahlung so sehr ab. Also gerade das Argument, mit Geld kannst du es nicht kaufen, würde ich für das Grundeinkommen in Anspruch nehmen und sagen, genau dieses, dass man alles mit Geld kaufen kann, wird weniger bei der Bedingungslosigkeit des Grundeinkommens und mehr Gewicht auf das, Sarah, was ja auch jeder selber feststellen kann. Darum habe ich es eingangs so betont. Du musst nicht warten, was passiert überall. Man kann auch selber schon vordenken. Das finde ich super spannend und das würde ich sofort unterschreiben, dass es diese Effekte auch gibt. Aber ich sehe einfach auch die, und da müsst ihr Antworten finden, oder? Diese gesamtwirtschaftlichen Effekte, die Finanzierbarkeit, hat Katrin schon angesprochen. Ich bin überzeugt, dass es all diese Effekte, die kriegt man alle hin. Und wiederum, die sind wichtig in den sozial schwächeren Schichten. Und deshalb habe ich einfach dieses bedingungslose Grundeinkommen, habe ich einfach Mühe, weil ich sehe einfach die gesamtwirtschaftlichen Effekte. Die seht ihr auch, wie ich habe es ja dargestellt, ihr seht das in den Mikro- und Pilotprojekten nicht, was gesamtwirtschaftlich abgehen wird. Und ich glaube, das wird massiv unterschätzt, wenn man so eingreift und das allen ausschüttet. Und deshalb glaube ich, und ich bin nicht 100% total abgeneigt gegen solche Konzepte. Aber ich hatte einfach mit dem Setup, wie es in der Schweiz vorgeschlagen wurde, und wenn man es dann ein bisschen durchrechnet, hatte ich einfach Mühe, weil es eben die oberen 60-70% der Gesellschaft eigentlich nicht notwendig haben. Wir hatten in der Breakout auch diese Diskussion. Ich habe das auch versucht zu erklären, oder? Die Leute, die schon gut ausgebildet sind, Leute im Finanzsektor wie ich finde das total doof, wenn ich jetzt ein Grundeinkommen bekommen würde. Wir sind alle, und auch die Leute, die jetzt am Call sind, würde ich sagen, sind alles eben Leute in der Kreativwirtschaft, die gut ausgebildet, viele Unternehmer, die schon ihre Passion zum Job gemacht haben, die Unternehmer sind. Weshalb brauchen die das Grundeinkommen? Ich glaube, es brauchen die sozial Schwachen. Und dann setzen wir das Geld viel, viel effizienter und effektiver ein und machen nicht so viel kaputt in der Wirtschaft, gesamtwirtschaftlich. Das ist einfach mein Einwand da. Ja, danke vielmals, Daniel. Jetzt haben wir noch Jörn aus Berlin, stimmt das? Das stimmt. Möchtest du was direkt sagen? Das stimmt ganz genau. Und zwar ist mein Gedanke auch dazu, wenn ich weiß nicht genau, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland haben wir natürlich auch große global operierende Firmen wie Apple, Amazon, etc., die leider hier nicht ihre Steuern zahlen, wie sie könnten. Ich könnte mir vorstellen, wenn man Firmen in den Ländern Steuer zahlen lässt, in denen sie auch Umsätze und Gewinne machen, dass man da ein erhebliches Steueraufkommen hat, was dann auch wieder für solche Projekte genutzt werden kann. Die andere Sache ist, ich könnte mir auch vorstellen, dass man so ein bedingungsloses Grundeinkommen auch so aufsetzt,
dass Menschen, die sagen, okay, ich habe genug, sagen können, okay, ich möchte das nicht und davon zurücktreten können. Sicher wird es Leute geben, die sagen, ich kann niemals genug haben, ich nehme mit, was ich kriegen kann. Nichtsdestotrotz könnte ich mir schon vorstellen, dass viele einfach sagen, okay, ich brauche es nicht, ich nehme es nicht in Anspruch. Also ich denke, man muss sowas nicht zur Pflicht machen, dass es da nur ein Schwarz oder Weiß gibt, sondern wenn ich der Meinung bin, hey, ich brauche es nicht, dann kriegt man es nicht. Also ich denke, das könnte man auch regeln. Aber ich denke, die Finanzierbarkeit lässt sich organisieren, indem man wirklich überlegt, wen lasse ich hier Steuern zahlen? Was muss ich alles subventionieren? Kann man an bestimmten Stellen auch noch, ich sag mal, Ausgaben reduzieren, um die dann sozusagen in so ein Objekt oder Projekt fließen zu lassen? Ja, das war's von meiner Seite. Möchte jemand von den Speakers was dazu sagen noch? Ja, vielleicht nur einen ganz kleinen Punkt, vielleicht vom Denkmodell her, eben wer soll es erhalten und machen wir jetzt dann irgendwie einen Split und wer es nicht will und so weiter. Ich subsumiere das immer unter dem Dings, naja gut, wenn wir jetzt das für alle machen, dann gibt es halt die Personen, die haben einfach, können das ja auch als Steuerfreibetrag dann in ihre Steuererklärung einrechnen. Also ich finde, das ist eigentlich das kleinste Problem in dem Sinne, wenn jemand sagt, ich brauche das eigentlich nicht, dann kann man das irgendwie steuerlich dann reflektieren lassen. Aber das ist, ja, gut. Enno, ich übergebe dir gerne, aber das wäre so ein Gedanke, den ich habe dazu. Ich finde den Gedanken deswegen so wichtig, weil da kommt es jetzt mal drauf an, wirklich sich mit sich zu konfrontieren und wirklich mal hinzuhören. Die Debatte, den Armen wollen wir helfen, die haben wir seit 100 Jahren. Das ist altes Denken, das ist Faulheit im Gemüt, Faulheit in der Seele, Faulheit im Denken. Und es hilft den Armen nicht. Diese Gap wird immer größer. Also dieses Gedenken für die Bedürftigen hilft nicht. Wir haben auch nicht in der Gesellschaft, dass wir sagen, Wahlrecht nur für die, die Verantwortung tragen und schon Geld haben. Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Recht. Es ist keine Nothilfe. Und den Gedanken muss man einfach verstehen, sonst hat man nicht das bedingungslose Grundeinkommen verstanden und es wird nie zu einem bedingungslosen Grundeinkommen kommen. Es ist völlig egal, wie reich du bist, weil du als Superreicher bist mein Bruder, meine Schwester in dieser Gesellschaft. Wir sind eine Gesellschaft. Es gibt nicht die Loser und die unten und die oben. Es gibt eine Ebene, gleiche Rechte für alle. Und deswegen muss man sich trennen von dem, oh, mir tun immer die Armen so leid und so weiter. Das hat gar nichts mit dem Grundeinkommen zu tun. Es ist sogar sentimentaler Müll, der dazu führen wird, dass es niemals ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt. Und einen Satz noch ganz kurz, Daniel, weil du das auch nanntest mit guter Ausbildung und so. In Südkorea sind alle Jugendlichen zum größten Teil super ausgebildet. Die haben super Ausbildung, die haben eine wahnsinnige Wirtschaftsentwicklung. Das Problem ist, für die gibt es alle keinen Job mehr. Die gute Ausbildung und dieser Plan, den wir ja noch kennen, also gute Ausbildung, sei fleißig, dann wird es was, der stimmt immer weniger, weil Automatisierung immer mehr um sich greift. In Südkorea ist es so, kann man auch lange diskutieren, da ist es aber einfach Tatsache. Und deswegen ist es da so in einem Kanton, also in einem Bundesland, einer Provinz, dass alle Jugendliche mit im Alter von 25 Jahren ein Jahr lang eine Freistellung mit einem bedingungslosen Grundeinkommen bekommen, um sich neu zu orientieren, damit die unabhängig von Ausbildung und vorgeschriebenen Wegen ganz neu gucken können, was kann ich in der Gesellschaft tun, wie kann ich mich entwickeln. Das betrifft also auch Menschen mit Geld und ganz, ich sage es ganz kurz, guter Freund von mir, ein Manager, wie er im Buche steht, der wirklich nur nach vorne will und immer heftig. Und der mich fragte, was machst denn du da eigentlich? Und ich sagte, ja, Grundeinkommen bedingungslos, das hat ja mit dir nichts zu tun, brauchst du ja nicht. Und er sagte, was, wie kommst du auf sowas? Wenn es das gäbe, würde ich mir nochmal überlegen, ob das so sinnvoll ist, was ich jetzt mache. Unterschätzt nicht diesen Charakter, dass es was ganz Neues ist, ein bedingungsloses Grundeinkommen, auch für Menschen auf ganz hohen Positionen. Das ist gar nicht der Geldpunkt, es ist die Sinnfrage. Joachim, wollte was sagen?
Ja, den letzten Wortbeiträgen kann ich mich ja anschließen. Stichwort Bildung möchte ich euch nur mal fragen, wie viele Taxifahrer mit Doktortitel ihr kennt oder akademischer Ausbildung dazu, ob Bildung alleine immer schon eine Garantie ist für irgendwas. Aber ich wollte auf was anderes hinaus. Ich möchte Daniel Kalt und andere mal fragen, wie sie eigentlich dazu kommen, die Bedingungslosigkeit in Frage zu stellen, so nach dem Motto, der oder jene braucht es ja nicht. Warum zum Beispiel wird das Kindergeld an alle ausbezahlt? Und interessanterweise sogar mit einem finanziell größeren Aspekt für Reiche, weil es als Kinderfreibetrag wesentlich mehr Geld in die Tasche spült, als eben bei Geringverdienern, die es teilweise ja sogar verrechnet bekommen. Die andere Sache, warum dürfen Reiche genauso im subventionierten Bus mitfahren? Warum dürfen Reiche in der Elbphilharmonie, wo jede Eintrittskarte mit 200% subventioniert ist obendrauf, dahin gehen und Reiche dürfen das natürlich auch, super, ja, aber können es nicht. Also diese Frage ist alleine schon ein Systemfehler. Also nicht das bedingungslose Grundeinkommen ist der Fehler, dass er tatsächlich allen das gönnt, dass sie eben eine Leistung bekommen, sondern der Systemfehler ist bei denen, und sorry, das meine ich ganz persönlich, lieber Daniel Kalt, der Systemfehler ist bei denen und Butterwege und Co., die immer noch diese Frage stellen. Weil die haben nicht begriffen, dass wir seit Jahrzehnten, Jahrhunderten in einer zutiefst ungerechten Gesellschaft leben, die wir eigentlich mal beenden müssen. Danke. Ja, gut. Warum ich finde, dass man es eben nicht allen auszahlen soll, nochmal, das kommt aus der Erkenntnis raus, dass so wie dieses Grundeinkommen bislang, und ich habe mir im Detail nur die Schweiz angeschaut, muss ich ehrlich gesagt zugeben, dass wir uns das nicht leisten können, dass das nicht finanzierbar ist. Selbst wenn wir es in die Lohnstruktur einbauen, so wie ich es gezeigt habe. Also wir können uns das schlicht nicht leisten und deshalb, wir haben begrenzte Mittel. Wir sind in einer Welt, die muss mit begrenzten Mitteln umgehen. Und man kann noch so gerne denken, wie schön es wäre, wenn man das... Vom Prinzip finde ich das ein super Gedanke, dass man das allen auszahlt. Aber ich glaube, wenn man sich das anschaut, was es gesamtwirtschaftlich bedeutet, dann ist das nicht finanzierbar. Und aus dieser Erkenntnis raus mache ich die Folgerung, ja, dann setzen wir doch das Geld, das ist begrenzt. Schauen Sie, auch jetzt in der Pandemie, wir sind in vielen Ländern jetzt in eine Richtung gegangen, wo wir den Leuten wirklich ein Grundeinkommen fast schon ausgeschüttet haben. Die Amerikaner haben das gemacht. Die Amerikaner haben Checks geschickt an alle Bürger, die haben zwar auch an Einkommen gebunden, die haben nur an die tieferen sozialen Schichten, die unter 20-30% haben, da sowas wie ein Grundeinkommen jetzt bekommen in dieser Pandemie drin. Der amerikanische Haushaltsdefizit ist dieses Jahr 20% negativ. 20% der Wirtschaftsleistung Defizit macht jetzt der amerikanische Staat in einem Jahr. Wegen dieser Pandemie und weil sie de facto ein Grundeinkommen ausgeschüttet haben. Das sind 20% einer Wirtschaftsleistung zusätzliche Schulden, die da oben drauf kommen. Wir haben alle erlebt in der Eurokrise, wo Länder wie Griechenland, Italien, die jetzt schon Schuldenquoten von 160, 170, 180% des Bruttoinlandprodukts haben, wo die hinkommen. Wir können, und das sind Schulden, die wir unseren zukünftigen Generationen dann aufbürden, wenn wir es nicht finanzieren können. Und das ist noch eine viel größere Ungerechtigkeit, die wir da anstoßen, wenn wir das einfach Schulden finanzieren. Das ist unseren Kindern und Kindeskindern die Kosten aufbürden. Ich glaube, es lässt sich einfach nicht finanzieren. Das ist die Antwort, weshalb man nicht allen geben kann und soll. Das ist meine Antwort. Ich finde es besser und effektiver in eingesetzt, wenn wir es den sozial schwächeren Schichten zukommen lassen. Ja, eine super spannende Diskussion. Ich sehe, wir könnten, glaube ich, noch Stunden weitermachen. Wir haben viele Wortmeldungen, viele Kommentare. Leider ist schon 8:45. Ich wollte jetzt noch ganz kurz Sabine zu Wort kommen lassen. Sie hat ein bedingungsloses Grundeinkommen gewonnen. Sabine, wir müssen leider begrenzen. Du hast eine Minute, aber erzähl mal von deinen Erfahrungen.
Meine Erfahrungen sind eigentlich die Unterstützung von Enno, was er gesagt hat. Darum kann ich ganz kurz bleiben auch. Vielen Dank. Was ich vor allen Dingen für mich gespürt habe, ist nicht nur die Menschlichkeit, sondern Souveränität, vor allen Dingen Vertrauen, endlich mal Vertrauen in jeden und in alles. Also auch die Natur, die jetzt gerade so groß wieder angesprochen wird. Das ist das Hauptwichtige und das Gönnen. Wir sind Menschen, wir können uns doch gegenseitig etwas gönnen. Das ist doch jetzt wurscht, wie das ausschaut. Und in Geld kann ich das sowieso nicht aufwiegen. Also Geld ist für mich Energie und Liebe und das kann ich nicht wissenschaftlich irgendwo einkasteln, das funktioniert für mich nicht. Ja? Es muss leben, es muss fließen. Und mit meinem Gewinn habe ich ganz vielen Menschen was Gutes getan. Mein Gewinn war jetzt on top von meinem Einkommen, so ist es ja nicht gedacht. Also von daher habe ich noch mal ein bisschen andere Emotionen natürlich dadurch gehabt. Aber das Wesentliche für mich war wirklich dieses Vertrauen und der Sockel jeder an jeden und alle an alle. Ja, danke vielmals, Sabine. Das ist doch ein schönes Schlusswort von Sabine eigentlich. Und ich möchte das auch noch mal nur kurz noch in die Runde gehen, eben von Enno, Daniel und Katrin. Würden wir denn mehr prokrastinieren, wenn wir dieses bedingungslose Grundeinkommen hätten oder weniger, weil wir ja Sachen machen können, die wir nur noch oder mehrheitlich gerne machen? Jetzt von jedem kurz schnell das Schlusswort gerne. Also ich denke, wir würden weniger prokrastinieren. Ganz kurz. Danke. Ja, ich glaube auch. Absolut. Und vor allen Dingen wird es eine Frage an einen selber. Das Grundeinkommen macht es nicht besser, es legt es mehr in deine Hand. Ja, okay. Entschuldigung, prokrastinieren ist ein menschlicher Zug, schreibe ich ein bisschen dem Charakter auch zu, manchmal kommt auf den Kontext drauf an, aber wenn ich weiß, ich bekomme monatlich ein Einkommen, dann bin ich vielleicht ein bisschen entspannter. Super, herzlichen Dank euch. Dann übergebe ich wieder Rachel, richtig? Genau, also herzlichen Dank an alle, die zu dieser Diskussion beigetragen haben. Ich kann mir vorstellen, es gibt jetzt mehr Fragen als Antworten, aber das ist ja auch das Ziel von Creative Mornings. Wir wollen inspirieren, wir wollen anstoßen. Wir bedanken uns herzlich bei allen für eure Gedanken, für eure Inputs, dass ihr euch auch mal die Gegenseite anhört. Das ist nämlich ganz wichtig, dass man sich ein bisschen das Feld aufmacht und hört, wer wo was zu sagen hat. Weil nur dann kommen wir zum Ziel. Und ich kann mich erinnern, ich hatte mal eine Diskussion mit Daniel, wo ich mir gewünscht habe, dass das für ihn so schön aufgeht mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Und er hat mir dann gesagt, nein, es geht nicht auf. Und ich habe dann gesagt, ich glaube, in deiner Excel-Datei hat es einen Fehler in der Formel. Bitte überprüfen. Also ich gebe euch mal diesen lustigen Gedanken mit. Und wir bedanken uns ganz herzlich beim ganzen Team von Creative Mornings Freiburg, Creative Mornings Basel und Creative Mornings Zürich. Und schließen jetzt ab mit einem uplifting Sound. Ein bisschen danke nochmal an alle Speaker und an alle, die gekommen sind. Und nächsten Monat geht es weiter mit Creative Mornings. Bleibt dabei, teilt das Video, wenn es dann online ist. Und ich wünsche euch einen tollen, tollen, sonnigen Tag.